So, ihr seht meinen Hintergrund, das kann nur eins bedeuten, Saison ist vorbei. Und ihr wünscht euch immer, dass ich euch am Ende nochmal alle Schleifen zeige. Der Kater ist im Weg. Deswegen mache ich das. Ich habe richtig professionell hier drei Spiele aufeinander gestapelt. Darüber das Katzenfutter, damit ich ein Stativ habe. Ihr seid, ihr thront gerade auf der Katzenfutterdose sozusagen. Ist doch super, oder? Ich habe neben mir meinen Laptop stehen. Ich mache mir immer so eine Excel-Liste. Ich weiß nicht, ich kann euch. Ach nee, es hilft ja nichts. Das ist ja Frontkamera. Also, es wäre alles über Kopf. Und ich würde sagen, wir gehen einfach einmal die Turniere von vorne bis hinten durch. Ich habe mir immer notiert, wenn ich eine Schleife gewonnen habe. Und dann labern wir ein bisschen darüber. Also die Saison hat angefangen am 23.01. mit Prussendorf. Das war mein erstes Turnier mit Percy. Das war super. Das war wirklich das erste Mal, dass ich im Turnier die Hand gehoben habe. Ich weiß, da geht gerade so ein TikTok-Trend um, wo sich die Leute so ein bisschen dafür rühmen, dass sie so pferdefreundlich sind und die Hand heben. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich finde, das ist eine Situation, aus der man ja auch was lernen kann. Und nur weil das Pferd einmal stehen bleibt, sollte man es dann schon nochmal versuchen. Denn ich gehe mal davon aus, wenn man sich für ein Turnier anmeldet, dass man dem Ganzen grundsätzlich gewachsen ist. Allerdings war es bei mir ein bisschen anders. Ich bin bei Percy ja noch nie auf ein Turnier geritten. Und sie war ja schon zu Hause stark, aber sie war auf dem Turnier nochmal ganz anders stark. Und ja, da war mir klar, das funktioniert so gar nicht. Also da kommen wir gar nicht auf einen gemeinsamen Weg. Und deswegen habe ich dann die Hand gehoben und habe dann nochmal Sprung 3 oder so gemacht, einfach um noch einen Abschluss zu haben für mich. Aber ja, das war nicht so erfolgreich. Mit Quintino bin ich zwar durchgekommen, wir hatten aber auch einen Stopp, aber das war für uns schon super viel wert, in der großen Halle durchzukommen. Dann ging es weiter mit Nordhausen am 12.03. Das war ein Geländeturnier. Das war ein bisschen ein trauriger Anlass, weil nach dem Geländereiter gab es einen medizinischen Notfall bei einer Richterin, die leider auch danach verstorben ist. Das war sehr, sehr traurig. Das Turnier wurde natürlich an der Stelle dann abgebrochen. Dementsprechend konnten wir nur den Geländereiter reiten und der war sehr verhalten, deswegen auch ohne Schleife. Und dann ging es weiter am 16.04. in Susike. Ich erinnere mich noch, ich hatte nämlich Kasper mit für ein Mini-E und ein E-Springen. Und das war Kaspers erstes Turnier der Saison und ich war so, ja, voll geil, Fehlerzeit, Mini-E, ey, wir fegen da voll durch und wir holen uns die Schleife. Und Kasper ist auf diesen Platz gegangen und war so, das ist ein fremder Platz. Ich war noch nie auf einem fremden Platz. Es war wirklich albtraummäßig. Ich habe ihn gefühlt zu keinem Sprung hingekriegt und es war wirklich albtraummäßig. Also, traurig. Dann waren wir an meinem Geburtstag in Großkeiner, 23.24. Und da gab es auch die erste Schleife und zwar war die grün. Das müsste diese hier sein. Nee, wir müssen immer noch eine grüne haben. Du brauchst noch eine grüne. Diese hier? Nee, das war Schmiedeberg. Ach Leute, ich weiß nicht. Das war so eine kleine grüne. Das ist Skyball, die brauchen wir später noch. Da stand aber auch groß keiner drauf. Hier ist noch eine grüne. Dann ist es vielleicht doch die. Ich war mir eigentlich sicher, dass es nicht die ist, weil ich schreibe mir immer hinten die Wertnoten drauf. Bin ich jetzt irgendwie blind? Ich schreibe mir nämlich immer hinten die Wertnoten drauf. Wo seid ihr denn? Hier seid ihr. Und das war eine 7-0. Und ich habe aber mit einer 6-8 die Dressur. Wo ist denn dann die richtige? Das nervt mich. Kurz. Das ist eine alte Schleife, da habe ich nichts drauf geschrieben. Ah, direkt daneben, Alter, wenn man blind ist, ne? Wenn man blind ist. So. Here we go. Das war aber eine 6,8 und damit Platz 7. Sonst bin ich Quintino und Percy noch im Arschspringen geritten und ja, war okay, war nichts Nennenswertes. Dann ging es weiter mit Skeitbahn. Das ist ja ein Reitertag, da fahren wir eigentlich jedes Jahr hin. Aber vor 2 Jahren hatte ich da meinen Unfall mit Polly. Und danach waren wir nicht mehr da. Dieses Jahr sind wir aber wieder gefahren. Und da gab es zwei... Warum? Ach so, genau, zwei Schleifen. Einmal, die eine habe ich schon hier. Das ist die E-Dressur mit Quintino. Die war grauenvoll. Quintino ist mir auch umgesprungen. Das ist übrigens der Kater, den ihr hier seht. Da gab es noch mit einer... Hallo, hör mal auf, dich in meinem Stativ zu reiben. Kaffer. Da gab es noch mit einer 7-0 Platz 9, aber das war wirklich ungerechtfertigt. Und Platz 3 könnte der hier sein. Nee.
Dann muss die hier sein. Nee. Mann. Nee, das ist Laura. Ja. Tja. Was haben wir denn noch mal angeholt? Der hier vielleicht? Nein, die runterfallen. Nee. Leute, das läuft heute nicht, wie ich mir das vorstelle. Das ist Polly. Wenn es so weitergeht, sag's euch. Zöten, Bad Bibra, Pölzig. Da steht ja überall was drauf. Könnte es jetzt noch einer von denen sein? Nee. Wieder? Ah, wieder. Mensch. So, Platz 3 im E-Springen mit Quintino. Da war ich echt stolz drauf, weil das Stechen, sind echt relativ viele reingekommen und ich wusste halt, dass die, dass die alle echt eng rumreiten werden und deswegen bin ich mit Quintino auch echt auf Risiko gegangen und war mir nicht sicher, ob er das macht und bin wirklich auf der Briefmarke gewendet, aber er hat das richtig cool gemacht. Dann ging es weiter mit Altkirchen, das war unspektakulär, mal seit langem mal wieder eine A2-Sterne-Tristur mit Poldi, mit einer 6-1, immerhin auch im 6er-Bereich, war ich wirklich zufrieden. Und mit Percy auch das erste A-Springen, was ich irgendwie ohne Abwenden durchgeritten bin, mit einer 6-0 war ich auch zufrieden. Dann ging es weiter mit Könderitz, da war ich auch seit langem mal wieder. Da konnte ich mit Poldi auch ein grünes Schleifchen holen, und zwar Platz 10. Die hatten so schöne Schleifen, auch in der A-Tristur, also Poldi ist immer eine A-Tristur. Ansonsten, was gab es sonst in Könderitz zu berichten? Ach, wen hatte ich denn da noch? Mit Kassel, genau. Da bin ich ein E-Spring und ein A-Springpferde geritten. War okay, war jetzt nicht spektakulär. Das Pappendorf war Gelände seit langem mal wieder. Da müsste ich zwei Schleifen haben. Von Quintino, eine für die E-Dressur mit einer 6-4-8er Platz und eine für den 11. Spring im E-Spring. 7,4, also die Vielseitigkeit, die war einzeln genannt, das heißt, wurde pro Prüfung gewertet. Genau, mit Quintino bin ich im Gelände ärgerlicherweise ausgeschieden, weil wir dann 3 Steher gesammelt haben, ziemlich unnötigerweise. Und mit Kaspar bin ich eigentlich so weit gut durchgekommen, aber ja, der hat halt noch nichts gerissen. Sangerhausen. Die haben auch mal so schöne Schleifen. 2021. Das ist, glaube ich, 22. Sind nur 2, ne? Sangerhausen, wirklich ein Riesenhighlight dieses Jahr. Punkt 1, meine allererste A2-Sterne-Platzierung mit Percy. Das hätte ich nicht gedacht, aber es war einfach wirklich ein toller Tag. Also Percy war so toll zu reiten und ich habe mich auch nicht ganz so dumm angestellt. Und der Tag wurde dann noch getoppt mit Kaspars allererster Schleife. Und Kaspar hat sich gedacht, was sollen wir mit Grün anfangen oder mit Blau? Und hat sich gedacht, wir holen uns gleich mal Gold. Und zwar war das eine Dressur, aber mit Kostüm, also eine Kür. Und ich hatte einfach ein richtig gutes Gefühl während der Prüfung und habe die ganze Zeit einfach schon gelächelt, weil es so Spaß gemacht hat. Und dass ich dann am Ende gewonnen habe, das hat das Ganze natürlich noch cooler gemacht, aber ich habe es echt vorher nicht gedacht. Tja, nach einer goldenen Schleife ging es gleich weiter und zwar... Also das ist definitiv zu 100% mein Highlight von der Saison. Punkt 1, schaut euch nur diese Schleife an. Bitte schaut euch diese Schleife an. Die ist so krass schön, also... Kann man nicht so sagen. Und wer hat diese Schleife geholt? Quintino hat die Schleife geholt. Das war so crazy. Wir waren vorher noch nie in Würchwitz. Und das war auch noch so ein Fail-Turnier. Das war mein erstes E-Spring mit Merida. Und im ersten E-Spring, also ich bin 2 E-Springen mit ihr geritten. Und im ersten ist einfach nach Sprung 1 mein Bügel gerissen. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Und dadurch, dass es ja unser erstes gemeinsames Springen war, habe ich die Prüfung an der Stelle, da habe ich auch die Hand gehoben, habe ich aufgegeben, weil ich jetzt nicht mit nur einem Bügel irgendwie mit dem jungen Pferd durch die Prüfung reiten wollte. Und ja, dann war ein A-Springen mit Quintino und ich weiß nicht, ich wusste ab Sprung 1, dass das eine verdammt gute Runde wird, weil er einfach so Bock hatte. Wir sind da reingegangen, er hat nicht geglotzt und nichts. Ich bin losgaloppiert und er war so, wo ist der Sprung? Und es hat so Spaß gemacht. Und ich konnte richtig enge Wendungen reiten und auch richtig mit Gas nach vorne, wenn der Platz es hergegeben hat.
ich hatte gar keine Ahnung, wie der Stand gerade war, also was ich für eine Zeit hätte schaffen müssen. Aber ich war vorletzte Starterin. Und ich reite so raus und lobe ihn so, weil ich so happy war über die schöne Runde. Und dann sagt der Sprecher so, ja, aktuell die Führung. Und ich dachte mir so, die Führung? Und dann dachte ich mir so, ja, nee, komm, da kommen ja noch eine, die wird das Ruder schon reißen. So, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und die war halt einfach langsamer als ich. Und ich war so, ich habe das gewonnen. Ich habe das gewonnen mit Quintino. Das war so surreal einfach. Also es war wirklich absolut mega. Kann man gar nicht anders sagen. Danach ging es nach Schwittersdorf. Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch. Die haben auch schöne Schleifen. Zu denen fand ich es auch was. Mit Polly gab es im Dressurreiter A eine 7,0 und Platz 6. Das war übrigens auch das nächste, dass wir dran waren an etwas, was nicht grün ist. Ich weiß nicht, Polly und ich waren die Saison sehr grün unterwegs. Ich will mich ja gar nicht beklagen, weil ich doch bei, ich glaube, 90% aller Starts mit Polly auch eine Schleife mit nach Hause genommen habe. Und das ist sehr, sehr viel wert, immer im oberen Drittel zu sein. Aber was nicht grün ist, wäre ja auch mal okay, eine Art Ressort. Und ja, ansonsten ist mir dieses Turnier vor allem deswegen im Kopf geblieben, weil Percy, das war das erste Mal nach Sangerhausen, ich war so voll euphorisch. Und es war leider wirklich so ein bisschen wie in Prossendorf. Der Schalter ist umgeknallt und das Pferd ist nur noch am Rennen gewesen. Und wir haben uns dann auch unfreiwillig getrennt, weil sie vor lauter Rennen irgendwie komisch über den Steilsprung gestolpert ist. Und dann kam ich aus dem Gleichgewicht und sie ist weitergerannt. Und da war ich nicht sportlich genug, um das zu retten. Deswegen, ja, mein erster Sturz auf dem Turnier. Ist doch auch mal schön, oder? Danach ging es mit Pölzig weiter. Und das war leider wirklich eine Ernüchterung, muss ich einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz habe ich hier trotzdem was ich holen muss. Oder holen darf. Ich glaube, das ist die. Ja. Und die. Weil nach meinem Höhenflug und meinem Sieg habe ich mich wirklich auf Pölzig gefreut. Man muss zu Quintinos Verteidigung sagen, dass Pölzig dieses Jahr einen krassen Parcours hatte. Also sonst waren die immer relativ unspektakulär von den Parcours. Und ich wollte Quintino eben bewusst die Saison auch nur mit zu Parcours nehmen, die nicht so gruselig sind. Also deswegen habe ich zum Beispiel nicht nach Sangerhausen oder so mitgenommen. Und ja, diese Saison hatten sie dann einen neuen Parcours und der bestand aus sehr, sehr vielen Unterbauten und war sehr glotzig. Nichtsdestotrotz war ich eigentlich optimistisch, weil ich mir dachte, ey, das hat so gut geklappt in Würchwitz, aber es ging nichts. Also wirklich weder im A1-Sterne noch im A2-Sterne, es ging nichts. Also wir sind in beiden Springen disqualifiziert worden, weil er einfach, nee, ging einfach gar nicht. Dann wurden wir in der Mittagspause gefragt, ob wir nicht vielleicht noch das Jump and Dog mitreiten können, weil sie irgendwie noch Teilnehmer gesucht haben und da wir Mila dabei hatten, sind wir spontan nachgerutscht. Und immerhin da haben wir es geschafft, über die 30 cm hohen Kreuze schnell durchzukommen. Und weil Mila ja auch sowas wie, da waren eben so, wo der Hund so durch so ein Rohr, also durch so einen Reifen springen musste und durch so einen Tunnel laufen musste, Mila kann das, weil wir das mit ihr geübt haben, waren wir wirklich schnell und haben den dritten Platz noch belegt. Das war echt ganz cool. Und ich bin mit Quintino auch noch eine E-Dressur geritten. Das war das erste Mal in der Saison, dass ich überhaupt außer halt in Pappendorf für die Vielseitigkeit eine Dressur geritten bin. Und die fanden sie auch gar nicht so schlecht. Da gab es eine 7,3. Und das war noch Platz 6. Dann ging es weiter mit Klosterrode. Klosterrode war der komplette Albtraum. Ich musste Merida spontan mitnehmen statt Kasper, weil Kasper irgendwie eine Verletzung hatte. Und Merida hat keine Stollen. Das heißt, in der Springpferde A sind wir uns erstmal komplett dauernd durch die Gegend gerutscht. Da habe ich auch die Hand gehoben. Also ich habe dreimal die Saison die Hand gehoben. Aber das war wirklich zum Wohle des Pferdes, weil wir sind in Sprung 2 sowas von reingerutscht, weil der Boden einfach in der Früh auch noch sehr, sehr nass war. Zum E-Springen war er dann nicht mehr so nass, das war eigentlich okay, da haben wir eine 6,6 bekommen, war auch vollkommen okay. Und ja, dann war ich mit Quintino da und dachte mir so, komm, wir haken Pölzig ab, Klosterrode ist nicht so gruselig vom Parcours, wir greifen nochmal ordentlich an, wir machen das schön, aber ging nichts. Ging nichts, wieder zweimal disqualifiziert. Dann ging es mit Seben weiter. Seben hatte ich nochmal A2-Sterne mit Percy genannt, weil auf Sand läuft die immer besser, ich bin es aber nicht geritten, weil ich mich einfach überhaupt nicht danach gefühlt habe. Ich bin zwar vorher noch mal zum Training gefahren, aber ich habe mich einfach gar nicht wohl gefühlt. Ich habe mich auf dem Warmreiterplatz überhaupt nicht wohl gefühlt und habe dann entschieden, dass ich es nicht reiten möchte und bin dann nur die A-Dressur mit Poldi geritten und ja, die war okay mit einer 6,8, aber hat nicht mehr für ein Schleifchen gereicht. Dann ging es weiter mit Zöten. Ja. Zöten war auch wirklich das erste Mal, dass ich wieder gut durchs Springen durchgekommen bin.
Erstmal die Schleife, die habe ich mit Kasper geholt, und zwar in der E-Dressur. Das hat mich sehr gefreut, weil letzte Saison sind wir mit einer 4,8 aus unserer E-Dressur rausgegangen. Diese Saison war es mit einer 7,4. Was habe ich hier aufgeschrieben? 7,4. Platz 3, das hat mich natürlich gefreut, dass man da auch eine Verbesserung sieht. Mit Poldi, wo sind wir denn jetzt hier, Zöten, hatte ich nur eine 6,3. Das war für unsere Verhältnisse eine sehr geringe Wertnote, aber ja. Dann bin ich das E-Springen geritten mit Kasper. Das war echt okay, also war gut. Das Stilspringen. Und dann bin ich noch das E-Federzeit mit Quentino geritten. Da hat er mir 2 Stops reingehauen, die waren richtig unnötig. Aber wir sind nicht disqualifiziert worden, wir haben es durch den Parcours geschafft. Und im Punkte A1 Sternenspringen hatten wir dann immerhin nur einen Stopp und haben es dann ins Ziel geschafft. Also wir haben uns immerhin gesteigert auf das A2 Sternenspringen, habe ich dann trotzdem verzichtet, weil das wäre auch noch mit ansteigenden Anforderungen gewesen, weil das war so ein Gewusel. Da stand auf der Ausschreibung stand A1 Sterne mit ansteigenden Anforderungen und im Zeitplan stand plötzlich A2 Sterne und da hat es war mir ja nee. Dann hatte ich als nächstes Frohburg genannt mit Merida, aber das bin ich nicht geritten, weil es einfach den ganzen Tag durchgeregnet hat und Merida, wie gesagt, keine Eisen, keine Stollen hat. Danach kam dann Donndorf. Das ist, glaube ich, Donndorf. Ulala, das ist nicht Donndorf. Was ist denn das dann? Was ist denn das dann? Ist das nicht von dieser Saison? Na gut, das ist nicht von dieser Saison. Tja, ich weiß es nicht. Das hier vielleicht? Nee. Es muss das gewesen sein. Ich glaube, da hatte ich hier unten irgendwie eins falsch. Eigentlich ist das, glaube ich, das. Geh runter. Auf jeden Fall hatte ich damit Poldi Platz, wo sind wir denn hier? Platz 6 in der A1-Sterne-Dressur, also wieder ganz knapp nur am bunten, andersfarbigen Schleifchen. Vorbei. In der A2 Sterne hatten wir zwar nur eine 5,8, allerdings war das dann sogar in der Gesamtwertung Platz 9. Das hat zwar nicht mehr für ein Schleifchen gereicht, aber das zeigt ja trotzdem, dass wir im Gesamtfeld gar nicht so weit abgeschlagen waren. Und ja, Quintino hat sich wieder gedacht, E-Springen, A1 Sterne, nö, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, warum auch. Also nochmal zweimal disqualifiziert. Ja, dann hatte ich Heigendorf genannt, das konnte ich aber nicht reiten, weil ich eine Mandelentzündung bekommen habe. Dann kam Prettschwitz, das ist ja immer mein persönliches Highlight. Ich liebe einfach Gelände und Prettschwitz ist ja auch die Strecke, die wir dann doch öfter zum Training fahren. Das heißt, die Pferde kennen das auch alle. Und das war wirklich cool, muss ich sagen, weil ich bin Quentino und Kasper die komplette E-Vielseitigkeit geritten und war mit Quentino auch auf Platz 4 nach Tag 1, also nach Dressur und Springen. Das hat mich sehr gefreut, dass wir so eine gute Dressur abliefern konnten und dass wir auch durchs Springen gekommen sind. Ich hatte echt Sorge, dass der sich im E-Springen nicht dazu bequemt, über die Sprünge zu gehen. Und dann wären wir raus gewesen, hätte ich Gelände nicht reiten dürfen mit ihm. Und ihr habt ja gerade gehört, wie die Saison davor lief. Das war jetzt nicht so klar, dass wir da durchkommen. Deswegen hat mich das sehr gefreut. Und dann bin ich am Sonntag alle 4 Pferde, also auch Merida und Poldi, Gelände geritten, weil das Gelände war einmal nochmal einzeln ausgeschrieben als Stilwertung dann. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht für ein Schleifchen gereicht hat, aber das hat mit allen 4 Pferden wirklich mega viel Spaß gemacht, muss ich einfach sagen. Es war mein Highlight-Turniertag. Danach ging es nach Bad Bibram. Das war definitiv mein erfolgreichstes Turnier. Das waren nämlich 4 Prüfungen. Und wir gucken mal, wie viele Schleifen wir geholt haben. Ehe fehlt noch. Habe ich von 4 Ritten 4 Schleifen holen können. Das hat mich sehr gefreut. Ging gleich mit dem Highlight los. Kasper und ich haben unsere erste Springpferde-A-Platzierung erritten. Das war vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste und schönste Ritt. Das Starterfeld war halt sehr gering und dadurch hat es dann noch gereicht, was mich sehr gefreut hat. Nichtsdestotrotz muss man ja auch erstmal durchreiten.
Danach bin ich mit beiden Pferden das gleiche E-Springen geritten und konnte mich auf Platz 2 mit Quintino und Platz 4 mit Kasper platzieren. Das hat mich auch sehr gefreut. Es war auch ein Stilspringen. Es war auch ein Stilspringen, ne? Ja, es war auch ein Stilspringen. Das heißt, die Richter fanden unser Stil gar nicht so dolle Scheiße. Und danach ging es noch ins A-Springen und ich habe mir berechtigterweise ein paar Gedanken gemacht wegen Quintino. Der hat das aber richtig toll gemacht. Es ist wirklich eine schöne, fehlerfreie Runde gelaufen. Ich fand, es war jetzt nicht so mega harmonisch. Aber die Richter fanden es nicht schlecht und am Ende gab es einfach noch Rang 3. Das hat mich sehr gefreut, auch wenn ich selber vielleicht ein bisschen schlechter empfunden habe. Und dann ging es nach Opin. In Opin haben Percy und ich unseren gemeinsamen Abschluss mit einem A-Springen gefeiert und wurden mit einem Schleifchen beschert. Das Ding war, das war voll das Missverständnis. Ich war fehlerfrei, aber ich hatte Zeitstrafen und ich habe es nicht verstanden akustisch, was der Richter gesagt hat, weil da so viel Gebrabbel war. Deswegen bin ich noch ein paar Runden Schritt geritten und habe dann aufs Board geschaut, weil nach mir kamen halt schon zwei Reiter, die eine Stange unten hatten. Und ich habe aber nicht verstanden, wie viel Zeitstrafe wir hatten. Und am Board stand was von 12 Punkten und ich fand es zwar sehr hoch, aber ich dachte mir, mei, ich bin ja auch nicht besonders schnell geritten, wird schon passen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch runter zum Hänger und das Pferd fertig machen, dann muss ich jetzt hier nicht noch ewig rumreiten. Weil mit 12 Fehlerpunkten, wenn jetzt schon zwei kamen, die nur 4 Fehlerpunkte hatten, bin ich ja definitiv raus. Es werden ja noch Leute kommen, die fehlerfrei sind. Und dann mache ich mein Pferd fertig und dann kommt einer hinter die Flitz und sagt, ey, du bist nur an der Platzierung. Ich sage, wie kann ich mit 12 Punkten in der Platzierung sein? Und Percy hatte schon Transport gemacht und alles dran. Deswegen bin ich dann einfach mit dem Pferd, mit den Gamoschen vorgelaufen und habe gesagt, sorry Leute, ich habe es voll verpennt. Die haben mich zu Recht auch nochmal darüber belehrt, dass ich natürlich die Pflicht habe, in die Siegerehrung zu kommen, um mein Schleifchen zu kriegen. Und ich hatte mich entweder verlesen oder es war nicht richtig geschrieben, ist ja auch Wurst. Es waren am Ende auf jeden Fall nur 2 Zeitstrafenpunkte. Und damit waren wir noch auf Platz 4, also die letzten, die noch platziert waren. Allerdings hatten sie dann auf die Schnelle, die waren da schon am Zusammenpacken, hatten sie kein blaues Schleifchen mehr und meinten so zu mir so, ja, würdest du stattdessen auch das Rote nehmen? Und ich meine, ihr seht ja meine Wand, gefühlt werde ich andauernd Vierte. 90% dieser Wand besteht aus blauen Schleifen und ich mag die Farbe blau noch nicht mal mehr besonders gern. Und ihr seht auch, wie wenig rote Schleifen ich habe. Deswegen war ich ganz, ganz unglücklich, dass ich diese richtig schöne rote Schleife dafür bekommen habe. Ja, und dann ging es nochmal nach Prussendorf mit Merida für ein A-Springen. Das hat richtig Spaß gemacht und hat sie auch richtig toll gemacht, aber führte jetzt natürlich auch nicht zu einer Schleife. Der Kater fängt eine Fliege. Und unseren Saisonabschluss haben wir in Braunsbetra gefeiert oder gehabt. Und das hat mich auch nochmal wirklich sehr gefreut. Ich konnte mit Kasper und mit Merida nochmal beides sehr gute Runden in der Springpferde A reiten. Vollkommen ohne Druck, weil die war Freitagvormittag. Das heißt, alle anderen waren gefühlt Berufsreiter und dann kam ich. Das heißt, ich habe mir gar keinen Druck gemacht. Das hat wirklich einfach nur Spaß gemacht und beide Pferde waren toll. Und dann ging es am Samstag nochmal für ein A-Spring mit Quintino hin. Und ich war sehr skeptisch, weil Halle und Und ich muss wirklich sagen, der Kleine hat das richtig toll gemacht. Der hat mich ganz brav da durchgetragen. Wir hatten einen Stopp, der ging auf meine Karte. Aber ich war total happy, dass wir die Saison so abschließen konnten. Und ja, ich weiß nicht, ich hab die jetzt alle hier liegen. Ich würde sagen, ich glaube, es sind 19 Schleifen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ich muss mal hier runternehmen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, es sind 19 Schleifen, ich glaube, damit muss ich mich nicht beschweren über diese Saison, es ist bestimmt ein bisschen grünlastig, aber wer die Salatschleife nicht ehrt, ist die goldene nicht wert. Und zum Vergleich, weil viele das ja immer interessiert, letzte Saison habe ich 9 Schleifen geholt, also diese Saison 10 mehr, ich denke auch das zeigt das, was auch mein Gefühl sagt. Ich denke, es war eine sehr gute Saison. Alle Pferde haben sich positiv weiterentwickelt. Ich habe mich positiv weiterentwickelt. Ich denke, vor allem mit Percy habe ich mich wirklich neuen Herausforderungen gestellt, die mich sehr oft verunsichert haben und vor denen ich gerne weggelaufen wäre. Aber ich habe das, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Und ja, ich denke, ich habe so das richtige Maß gefunden zwischen voranschreiten, mutig und nicht sich in einer Klasse immer verstecken. Aber auch erkennen, wenn man vielleicht mal einen Schritt zu schnell nach vorne gegangen ist, wie mit Cantino mit den A2 Sterne springen, das war einfach noch ein bisschen zu früh. Den dann auch wieder nach hinten korrigieren, den Schritt wieder zurückgehen. Und ja, ich denke, ich bin durchaus zufrieden. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüssi!